Oh, falsche Taste. Das wollte ich machen. Oh, Isa stand sehr verdächtig, sehr lange da rum. Oder ich war gerade in der Aufgabe dran. Kannst du mal warten? Ich war fast fertig. Ich reporte lieber, bevor wir alle an Oxygen sterben. Wo ist denn die Leiche? Oxygen. Direkt also bei O2. Oxygen. Wo ist Oxygen? Direkt vorm Scheitern, neben Navigation. Unter also oben rechts. Weil ja. Der Download bei Cafeteria dauert genau 10 Sekunden. Ich habe den gemacht. Und Toro stand schon deutlich vorher an der Konsole, ist aber... Ja, ich habe den aus Versehen abgebrochen. Also mir sind Newstime und noch ein Ding gekommen, die da rauskamen. Ja, indem man Escape drückt. Aber Toro ist gerade zu mir runtergekommen. Ich bin in Admin drin und hab die eine von U2 gemacht und da ist Toro gerade. Hör doch mal auf jetzt. Mädchen machen Kopf zu. Nee, das ist aber auch die Wahrheit. Ja, ist so. Ich glaube Toro. Lass mal die großen Jungs jetzt hier ein bisschen reden. Wo ist die Leiche überhaupt gefunden worden? Das ist jetzt sehr wichtig. Ja, O2! Wo ist das? Oben rechts. Ich denke, die großen Jungs gehen rein. Ich habe mir das alles gemerkt. Reingelaufen sind Newsy, Mimi. Und noch welche, aber da habe ich bin auch nach rechts gelaufen. Ja, Legacy habe ich auch reinrennen sehen. Natürlich. Ist wir sind Newstime und noch wer entgegengekommen, als ich in Auto rein bin. Und Mark. Wer war denn eben gerade außer Mark noch in Navigations drin? Für mich Newsy ist für mich sus. Wer war denn eben gerade? Wer war eben gerade noch? Ich habe meine Tasks gemacht. Welche denn? Was für Tasks hast du denn gemacht? Kabel zusammendingsen. Wo hast du denn Kabel zusammen? Ja, rechts unten. Was für rechts unten? Ja, keine Ahnung, wie dieser Raum hieß. Mann, mach dir doch mal eine Karte auf Newsy. Ja. Nee, aber das ist tut mir leid, ey. Newsy ist raus. Ja, aber ganz ehrlich. Das ist super unangenehm. Einmal ernst, Mann. Super unangenehm. Also wer wird nicht nochmal eingeladen. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte halt einen schlechten Tag. So. Zapp ist auch gecancelt. Trink dir noch einen. Ich hatte einen schlechten Tag. Üblich, schon mal den Song. So. Beim nächsten Mal wieder die Karte aufmachen. Oh, Mark hat es skippt. Vielleicht der Brücke. Ihr seid der Alltag auf der Brücke. Coole Dynamik, coole Dynamik hier. Jetzt würde mal einer Licht reparieren. Ja, moin. So, jetzt aber nochmal zu der Thematik zurück hier. Wer war eben gerade noch in Navigation drin? Ich war da kurz drin, bin immer sofort wieder raus. Ja, und wer war der andere, der aus Navigation gekommen ist? Ich weiß es nicht. Mimi ist mit nach rechts gelaufen, habe ich mir genau gemerkt. Ich war dann bei das... O2, ja. Ja, dann war die, dass die mir mit Newsham zusammen entgegengekommen ist. Ja. Marc, was hältst du von der wilden Theorie, dass das ein Self-Report war gerade? Das Bild. Aber Moment, ich wäre das. Nein! Ah! Fuck! Ah! Ich muss aber schon lange überlegen jetzt. Ja, also ich würde. Ja, ich habe gerade überlegt, wie Self-Report passt, aber das geht ja gar nicht, weil es wäre kein Self-Report. Ich glaube, es ist authentisch. Nein, was nicht. Nee, also das Ding ist ja, es war jemand auf dem Gang noch drauf. Ich war auch an der Leiche dran. Du warst der Erste, der an der Leiche dran war. Es fehlt noch jemand. Ich kam aber gerade erst reingelaufen. Ich wollte das. Da war doch O2, wollte ich fixen. Dann das hat er die Leiche gesehen, von Newsy vielleicht sogar, und hat dann reported, weil er Schiss hatte, dass er erwischt wird. Was für die Leiche? Newsy ist an Sauerstoffmangel gestorben. Wir müssen jetzt im Rahmen des Kontexts der Begleitung dieser Ermittlungen auch bedenken, dass es dort Faktoren zu betrachten gibt, die auch gesamtgesellschaftlich eine Rolle spielen. Marga, kann also ich doch wir jetzt mal, trink, ja mal noch bitte, trink mal bitte jetzt ein Bier. Können wir Marc rausschmeißen? Das war ein Self-Report. Okay, also ich hab, Alter, Dizzy. Was ist hier mit der Gruppendynamik? Okay. What the fuck? Markus Attacke ist auch... Nein, ich hab... Sus einfach. Hat Attacke im Namen. Und vor allem, er hat geskippt gerade. Eben. Und er ist super auffällig. Hat geskippt. Wieso hast du geskippt? Haben wir schon gewonnen. Ja, war eine gute Runde, Jungs. GG. Ja, gut. Arsch. Thank you.
Boah, First Try, easy peasy, lemon squeezy. Toro Zikade? Also jetzt mal ernsthaft, warum geht keiner zu Oxygen? Ja, eben, so, Karl, warum stehst du, machst deinen Upload da fertig? Aufgaben machen, weil ich Aufgaben mache? Ey, aber wir sterben, wenn wir Oxygen nicht machen, ne? Das kommt dir ja ganz gelegen, oder Mimi? Und warum eben, warum machst du denn jetzt Emergency Meeting? Warum machst du Oxygen nicht einfach? Ich hab Woher hast du denn die Zeit, da jetzt zum Emergency Meeting Button zu laufen? Hä? Ich hab gerade den unteren O2 fertig gemacht. Karl steht da, macht den Upload seines Lebens und dann renne ich zurück und denk mir, was macht Karl da? Der kann auch rechts nach rechts rübergehen. Von der ersten Runde an habe ich gesagt, Toro ist es. Ich glaube, du fakest ziemlich stark, Karl. Du fakest die Aufgaben und wolltest uns ersticken lassen. Guck mal, ich komme ungern mit schulischer Bildung, aber wer hat denn bitte eine Schule besucht, wo man ein Upload mit Escape abbricht? Also wirklich. Ich würde lieber mal gerne noch darauf zurückkommen, dass Dizzy gerade sich sehr an Markus' Attacke festgebissen hat. Und der kann es augenscheinlich nicht gewesen sein. Also wir haben uns... Ich glaube, einen haben wir getroffen. Also bei Newsy war ich mir 100%ig sicher. Ja gut, aber Newsy haben wir ja nur rausgeschmissen, weil er keine Map-Kenntnis hatte. Genau. Der hat es aber ja auch zugegeben. Ja, er war aber auch einfach nur Ballast so. Ist auch toll. Ja, aber er hat zugegeben, dass er Imposter war. Das bedeutet, uns fehlt ja nur ein weiterer Imposter. Und das kann ja dann Markus Attacke alle guten nicht Dinge sind sein. Drei. Karl war schon zweimal. Und da würde ich lieber auch auf Dizzy jetzt mal, ne? Da auf könnte Dizzy man auch mal ein Auge drauf werfen. Da kann man definitiv mal ein Auge drauf werfen. Auch ich habe Nibi gewotet, aber es ist Toro jetzt gerade auch. Ich glaube nicht, dass es Toro ist. Also ja, ich finde, er hat gerade gar nichts an. Sonst hätte ich den Oxygen nicht zugemacht. Okay, ich ziehe jetzt einfach die Dalokal-Karte. Ich habe gerade ausprobiert, ob man Upload mit Escape abbrechen kann. Man kann es nicht. Man kann den Download abbrechen. Toro ist raus. Man kann den abbrechen. Nein, kann man nicht. Der Karl hat das gerade getestet, also ich habe auch bei Dalokal im Video gesehen. Ich kann nicht voten, by the way. Ich habe einen Bug, okay? Was? Ja. Ich kann nicht voten, ich hab einen Bug. Das ist doch mal der erste Andrücker. Ja, ich hab einen Bug, ich kann nicht voten! Ja, das ist, ja, klingt nach einer Ausrede, keiner Sass. Das ist eine fucking Lüge, ne? Chrissy, ich hab keinen Rücken. Danke, Tara. Also, ich hab erstmal nur... Ich kann nicht mal sehen, Mimi haben wir... Mimi als nächstes einfach. Ach, Toro ist schon mal Spaß. Ja, Mathe ist auch ein bisschen schwer, ne? Ich hab das jetzt ausprobiert. Ich wollte kurz erwähnen, Karl ist es nicht. Ich hab Dalokal-Wissen. Ich kann euch auch den Link, ich kann euch auch die Quelle zeigen. Man kann das abbrechen. Ich hab's gerade ausprobiert, man kann es abbrechen. Hallo, hört mir doch erstmal zu. Ich weiß. Es ist, ja, was weißt du? Ich wollte gerade nur kurz mitteilen, dass Karl es nicht ist. Alles andere ist irrelevant. Jetzt können wir bitte einfach Votes geben. Das mit dem Voten. Karl hat gerade Karte gemacht. Das mit dem nicht abstimmen können, ist ein Imposter-Bug, könnt ihr auch bei Reddit nachgucken. Wirklich? Das ist ein Link dafür. Glaube ich nicht. Gib einfach mal Imposter, Karl. Gib einfach hier, guck mal. Du hast einfach einen Bias und das ist okay. Aber ich vertraue Dizzy und ich bleibe auch weiterhin dabei, dass du es nicht bist. Ich habe euch ja die Quelle auch im Reddit verlinkt. Aber bei Toro bin ich mir noch unsicher. Und nein, bei Mimi ich glaub, auch. Dass das Toro und ist. Bei Isa auch. Wieso glaubt Isa, dass es nicht Toro ist? Weil schon in der ersten Runde habe ich gesagt, wo wir die Leiche in O2 gefunden haben, dass Toro bei mir war. Ich habe jetzt hier diesen Imposter. Das war ja auch Newsy da. Ich glaube allerdings immer noch, dass es Toro ist. Also ich bin es nicht. Aber warum schmeißen wir nicht einfach Karl mal in die Runde rein?
Nee, Karl war es nicht. Karma sagt, Karl war es nicht. Ja, aber ich warum war es denn Karl? Weil ich dich gegenseitig die Schwänze halten. Bitte? Karl, hast du mehr als ein... Moment, Freunde der Sonne. Hier kommt wichtige Themen durch. Karl, hast du mehr als ein Schwanz? Nee, ich möchte an dieser Stelle sagen, Mibi kommt sich jetzt vor wie die Größte, nur weil sie mal einen Schwanz in der Hand hatte, aber ich habe noch einen viel länger gehabt. Aber nee, das Wichtige ist ja, hast du zwei? Glaubst du, dass Mimi das war? Also es ist nur noch ein Imposter, definitiv. Ich bin es nicht. Oh Gott. Ja, das sagst du jede Runde. Was denkst du denn? Nein, ich bin halt mega cool. Aber Toro war es halt auch jede Runde nicht, ne? Isa, was ich war's halt immer Karl, jede Runde nicht. Komm, Karl, Abfahrt jetzt. Hallo, gut. Rin. Wen wollen wir? Karl. Mimi, Karl hat dich gewotet. Ja, aber der ist dumm einfach. Oh. Oh. Hey. Oh. Karl war es also nicht. Ist es Tama? Es ist Tama, Leute. Oder? Ist es Tama? Ist es Tama? Tama hat so komisch gebackstabbt. Also. Ey, was? Was? Also ich habe gerade durch die Gänge den Toro gehört, den Toten. Ja, den habe ich auch gehört. Und er hat gestimmt, ich wusste es. Und also wir wissen dementsprechend, glaube ich, alle, wer es war. Und deswegen vote ich jetzt einfach und gebe damit meine Stimme ab. Ja, also ich würde mich freuen, wenn der Rest auf Mimi drückt, weil die ist mir gerade entgegengekommen. Und das ist die einzige Option, dass... es gibt keine anderen Optionen. Das war gegenüber von dem Kamera. Das war beim Reaktor. Der Security, das war am Reaktor. Oder was? Ja, so die Ecke da. Gegenüber von Security. Und da warst du die Einzige, die mir entgegengekommen ist. Ich habe jetzt für Mimi gewotet, weil ich pissen muss. Ja, auf jeden Fall. Bin ich auch dafür, dann könnt ihr nämlich alle auf Klo gehen. Also wer jetzt auf Klo muss, der votet Mimi. Okay, na dann. Mimi muss. Eieieiei. Die Toilette hat's geregelt. Ja. Hey! Mann, ey! Ich hab nicht den Namen gesagt, ich hab nur alle! Ja, aber du hast gesagt, ich wusste es. Ja, halt und? Ja, das ist schon wirklich das ist schon ja, aber das ist Faust Gaming, versehen. Ne? Ich bin einfach aufgekommen. Ich habe mit der Faust auf die Tastatur geklopft. Also Toro, da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich auch nicht in Ordnung, dass du aus Real Life Sachen mit dem Spiel ist. Ja, aber heute bist du einfach mal der Buhmann am Ende der Runde, okay? Ja, gut. Wir haben bekommen, eine Lobby aufzumachen. Ich hab schon einen Reddit-Post aufgemacht. Was ich noch sagen wollte, ich find's auch wirklich nicht okay, dass die Neulinge nach Task gefahren werden. Das geht gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, das finde ich auch nicht korrekt. Wer macht denn sowas? Tama, du Sau, ey. Ich hoffe, Newsom. Die Gruppe ist legendär. Okay, los geht's. LOL. Oder ich war noch nicht mit meinem Download fertig. Ich hab gerade ein Ding gemacht. Also Marc und Spenny, wir waren im Medbay gerade. Toro, du hast gesehen, wie ich Medbay gemacht hab. Ja. Ich hab's gerade ausgelegt. Ich bin nochmal zurück, um zu gucken, ob Toro nicht Spenny umbringt. Nein. Schnauze jetzt! Alter. Also ich geh gerade in die O2 rein, ja? Liegt eine Leiche und irgendwie kommt Dizzy da entgegen. Ja, ich hab's gesehen, ich war auch dabei. Self-Report oder was, Till?
Es war ein Self-Report. Ich würde mich aufworten. So, jetzt reicht's. Ja, okay. Ein Mann für die Initiative. Da bin ich auch von überzeugt. Aber das wird eine schnelle Runde. Was hast du dir? Was passiert? Ja, Liga war's. Liga war's. Self-Report. Er hat doch gesagt Self-Report. Self-Report. Liga war's. Also, wenn er das nicht, dann hat er gesagt, Sie musste übersehen haben. Ich hab den Self-Report. Ich hab meine Task gemacht in Navigation. Isa. What the fuck? Ey, Isa, was soll denn das, ey? Stimmt, Dizzy war's wirklich. Oh. Mark ist ein Imposter, hat gerade Alter, du hast ihn einfach umgebracht. Hast gerade Spenny getötet. What the fuck? Ich und Spenny haben als einziges den Reaktor bei 2 Sekunden ausgeschaltet. Du kamst aus dem Vent, hast Spenny unten getötet und Alter, wolltest gerade abbauen. Doch nicht. Ja, bitte darüber reden, dass das Zen nicht war. Aber es Alter, war also es war wohl Markus' Attacke dann. Warum ich denn? Ja, Markus das war Toro. Alter, ihr begeht so einen Fehler, ne? Es war glaubwürdig. Ich würde für Toro meine Eichel ins Feuer halten. Also, das ist sehr nett. Zu jeder Zeit. Es war glaubwürdig. Meine Fresse, ey. Ja, wer ist denn noch gestorben? Wer ist noch gestorben? Gab es noch einen mehr? Außer Spenny? Karl ist tot. Karl ist tot. Er war es wohl nicht. Oi. Fuck. Das wird schwer. Ich glaube, Isa weiß das, glaube ich. Shit. Ich spiele jetzt übrigens Simon Says, bitte nicht stören dabei, das dauert ein bisschen. Die Runde ist einfach legendär. Newsy, du hast gerade gesehen, dass ich reportet habe, ne? Ja, ich sehe, dass du reportest, ja. Richtig. Das sehen wir alle. Also die Leiche, ist Isa. Die Leiche ist Isa. Das haben wir auch gesehen, weil das wird angezeigt. Ja, warte kurz. Ich will es bloß für mich zusammensammeln. Ich glaube, du willst hier sehr viel ablenken gerade. Ich glaube, also Newsy kann es nicht gewesen sein. Auch nicht. Ich sage, einer von beiden ist es, Tama oder Dizzy. Ich war gerade Simon Says am machen. Ich habe mich auf einmal vertan nach Schritt 3 und musste dann von neu anfangen. Dizzy, wo warst du gerade? Ich war im Reaktor. Also ich bin an Tama vorbeigelaufen und habe oben meine Patsche draufgelegt. Und habe ich auch, weil das hätte ich gesehen. Ich glaube, du lügst. Newsy, wir müssen zusammenhalten. Einer von beiden ist es, ich schwöre. Tama. Tama. Also, mal angenommen, du bist es nicht, Toro. Kann ja auch Self-Report sein. Ich bin wirklich nicht. Okay, wenn du es so sagst. Ich hab ja Mark. Mark war das definitiv Imposter. Das Ding ist, Dizzy hat halt einfach, also ich hab Dizzys Rücken.
Und für Toro würde ich jetzt eigentlich auch, habe ich ja eben gesagt, meine Eichel ins Feuer legen. Also müssen wir dann einfach auch für Newsy gehen jetzt gerade. Ja, nein, Newsy ist es nicht. Newsy ist es nicht. Wenn es nicht war, dann werde ich große Probleme. Ja, aber wenn er es nicht war, dann heißt es entweder. Ich nicht. Das geh ist auf Dizzy. Für mich. Dann ich geh bin auf der Dizzy. Des Abends an der okay, Stelle. Ich geh auf Dizzy. Geh auf Dizzy. Dizzy. Nichts gegen Tama, dich, du musst auf Dizzy gehen. Wenn du jetzt auf Newsy gehst, dann überlebt er, dann haben wir Probleme. Es kann aber auch sein, dass ich jetzt komplett nach Falle auflaufe. Wenn ihr beide auf Dizzy geht, ist es nachher. Und egal, ich hab jetzt voll im Bock, Mist. Das kann natürlich auch sein. Also ich dann untermauern wir deine Sache. Du hast gesagt, auf meine Eichel. Ich würde mich selber opfern. Oh Gott, Tama mir! Tama mir! Lauf, Newsy, lauf! Oh Gott, wir haben... Oh. Ja! Wie kann denn das so lange dauern? Leute, ich hab da einen Plan gefangen, Alter. Das ist ja gewesen. Ey, Tama, du Arschloch, ich war direkt hinter dir im Reaktor, du Sau, ey. Ich hab doch nicht für dich gewotet. Einfach mal nochmal uns in Erinnerung holen, dass diese Gruppe einfach fantastisch ist. Ja. Weil Till gesagt hat, naja, gut, dann wird Dizzy wohl ihn gleich übersehen haben. Ja. Isa komplett getriggert. Vor allem, nachdem Isa auch gesagt hat, dass sie ihn gesehen hat. Ja. Und alle machen weiter, als wäre ich es gewesen. Okay. Was ich noch viel besser fand, Isa ist immer weggelaufen von mir. Ich weiß gar nicht, warum.